Bei der Kostenvergleichsrechnung schaue ich nur auf die Kosten zweier Alternativen. In unserem Fall haben wir die schwarze Kostenfunktion mit Gesamtkosten gleich Fixkosten plus variable Kosten, wobei die variablen Kosten von den Stückkosten und der Menge abhängen. Und die grüne Kostenfunktion, auch hier wieder Fixkosten plus variable Kosten und auch hier wieder die variablen Stückkosten mal die Menge als die gesamten variablen Kosten. Und in diesem Fall schaue ich mir diese zwei Kostenfunktionen an und dort, wo sich diese zwei Kostenfunktionen schneiden, spricht man von der kritischen Menge. Das heißt, bis zu diesem Punkt ist die schwarze Kostenfunktion die günstigere und ab diesem Punkt die grüne. Das kann man bei zwei Varianten machen oder aber auch bei dreien. Dann hat man natürlich einen weiteren Punkt hier mit Rot und Grün, wo ein Schnittpunkt vorliegt und ab diesem Schnittpunkt wäre dann die rote Kostenfunktion die günstigere.